Mordecai! Hey, Mordecai! Ja, was ist denn? Wir haben hier eine Kiste für dich. Irgendjemand hat dir was geschickt. Eine Kiste? Da bin ich aber neugierig. Woher kommt die denn? Das weiß ich doch nicht. Mich interessiert nur der Empfänger. $8 kriege ich von dir. Ist das eine Nachname? Könnte ich nicht erstmal nachgucken für $2? $8, Mordecai, oder ich muss sie wieder mitnehmen. Ich würde bezahlen, Opa. Es muss bestimmt was Wertvolles drin sein. Oh, wie du meinst, Timmy, aber ich kaufe nicht gern die Katze im Sack. Das müsste aber eine Riesenkatze sein. Mach auf, dann wirst du schon sehen, was drin ist. Fliet, das wollen wir mal einen Hammer und das Stemmeisen, damit wir das Ding hier aufkriegen. Gleich, Opa. Hast du das gehört? Was war das, Opa? Ich werd verrückt, dass irgendwas Lebendiges in der Kiste. Was ist? Steht doch nicht so herum. Ich würde die Kiste endlich aufmachen. Ja, ja. Schönen guten Morgen, Leute. Oh, ja, ich bin. Da staunst du, Mordecai. Das hab ich mir ausgedacht. Jetzt sag los, warum du in einer Kiste zurückgekommen bist. Ich war wieder mal pleite und als Fahrgast konnte ich mich doch unmöglich per Nachname schicken. Ein wirklich Lusches. Du hast mir doch geschrieben, du hättest dich geändert. Und jetzt kostest du mich schon wieder $8 und bist noch nicht mal richtig zu Hause. Ja, ich hab mich geändert, Mordecai. Ich hab 10 Pfund abgenommen. Früher hättest du noch viel mehr berappen müssen, nämlich $9,50. Geh mal ein bisschen zur Seite. Ich möchte endlich hier raus. Jetzt werde ich mir die Pfunde wieder anfressen. Hörst du den Südwind, der flüstert dir zu? Pussycat Gloria Tate, meow. Pleasures me just looking at Gloria Tate, meow. She plays coy, but that's a joy, because I know I'm a lover boy. And she's my pussycat Gloria Tate, meow. Hast du denn viel Glück bei den Damen mit diesem Gesinge, Glitis? Für mich gibt's nur eine, bei der ich Glück haben will. Gloria Tate. Und bei dem Spiel um die Liebe muss man sich immer wieder neue Tricks ausdenken. In der Beziehung gab es bei mir niemals Probleme. Tricks brauchte ich keine anzuwenden, so gut wie ich nun mal aussehe. Aber bei dir natürlich. Es wird besser sein, wenn du mit deiner Singerei weitermachst. Wenn die Frauen zuhören müssen, sehen sie nicht so genau hin. Hast du vor, für länger hier zu bleiben? Natürlich. Ich und Mordecai haben das zusammen hier aufgebaut, lange bevor du geboren warst. Wirklich? Ich finde sowas immer so richtig schön. Zwei Brüder arbeiten gemeinsam Seite an Seite. Das ist so eine Art Partnerschaft, nicht? Es war verteilt. Mordecai hat die Arbeit getan und ich habe im Geiste alles geplant. Ich überwachte nämlich das Ganze. Ich habe dich schon überall gesucht, Lusches. Na, Mordecai. War so richtig interessant, Opa. Onkel Lusches hat mir eben erzählt, wie ihr beide das hier zusammen gemeinsam aufgebaut habt. Ja. Wie wir das aufgebaut haben? Ich find's toll, dass ihr nicht nur Brüder, sondern auch Partner seid, Opa. Partner? Ja, das bin ich doch, oder nicht? Lusches, was bildest du dir überhaupt ein? Du läufst einfach weg, treibst dich monatelang in der Welt herum und wenn es dir passt, kommst du wieder zurück und spielst großkotzig den Partner. Ja, aber wo soll ich denn sonst hin, Mordecai? Du bist mein Bruder und ich weiß, dass dir die brüderliche Liebe immer heilig war. Meine sogenannte brüderliche Liebe zu dir kommt mich aber mit der Zeit ziemlich teuer zu stehen. Wenn du schlechte Laune hast, nehme ich lieber meine Angelrute und fang uns was zum Abendessen, Partner. Augenblick mal. Zufällig ist das meine Angelrute. Wenn du unbedingt ein paar Katzenwälder verscheuchen willst, dann tu das gefälligst mit deiner Angelrute, nicht mit meiner. Hörst du? Ich habe keine Rute mehr. Außerdem gehört die halbe Rute mir. Wir sind Partner. Vergiss das bitte nicht. Wir wollen mal sehen, wer wessen Partner ist. Und eins kann ich dir sagen, Lusches. Gerade jetzt, in diesem Augenblick, da kommst du mir vor wie ein völlig Wildfremder. Aber Mordecai... Na. Na, danke schön. Opa war richtig wild, Onkel Lusches. Schlimm, dass er sich nicht beherrschen kann. Ja. Schade, dass aus ihm nicht so ein netter Mensch geworden ist wie ich. Tammy, Tammy, wo bist du? Hier, Cousin Cletus, ich ordne die Ablage. Tammy! Was hast du denn? Du schnappst ja nach Luft wie eine alte Jungfer, wenn sie einem Mann nachläuft. Tammy, ich bin wie ein Verrückter hergerannt, weil sich Onkel Lusches und Opa furchtbar in die Wolle gekriegt haben. Ach, das wirst du missverstanden haben, Cousin Cletus. Manchmal, wenn sich die Leute streiten, ist das ein Beweis dafür, dass sie sich im Grunde genommen sehr gern haben. Ach, du meinst so, wie wenn Gloria mich gegen die Schienbeine tritt, nicht? Weißt du, naja, so ungefähr.
Was ist denn mit den beiden wirklich gewesen? Ach, sie haben sich ganz furchtbar angebrüllt. Ich kenne sie, das war bestimmt nur liebevoll gemeint. Oh, sie haben sie aber auch beschimpft, und zwar ganz laut. Ich finde, auch das kann immer noch liebevoll gemeint sein. Na, ich weiß nicht, sie waren beide krebsrot im Gesicht, haben mit den Augen gerollt und mit den Füßen aufgestampft, wie zwei Verrückte. Cousin Cletus, tu mir einen Gefallen, bleib hier und pass auf das Telefon auf. Ja, ich muss doch mal rüberlaufen und versuchen, die beiden miteinander zu versöhnen. Mhm. Ich fürchte, dass ihre liebevolle Zuneigung füreinander langsam gefährlich wird. Hier, halt das. Ja, ich halte das. Tag, ihr beiden. Ich hatte eine Besorgung zu machen, da dachte ich, ich guck mal schnell vorbei. Na, wie ist es? Wie kommt ihr denn miteinander aus? Hm, wieso? Wunderbar. Ja, wunderbar. Wie schön, es freut mich zu hören, dass ihr euch gut vertragt. Ich hätte nämlich keine ruhige Minute, wenn ich wüsste, dass ihr euch streitet oder sowas. Wir streiten? Niemals. Wir haben doch gar keinen Grund zum Streiten. Das finde ich aber wirklich beruhigend. Warum sollten wir uns streiten? Ja. Im Gegenteil, seit dein Onkel wieder zurückgekommen ist, haben wir uns immer nur gegenüber gesessen und uns dauernd angelacht. Ja. Stimmt doch, Lucius. Meistens jedenfalls, ja. Oh. Wenn ihr wüsstet, wie niedlich das aussieht, wenn ihr beide hier so glücklich und friedlich sitzt, ein richtig schöner Anblick. Ja, das glaube ich, der Timmy. Wir sind ja auch so glücklich wie zwei Turteltauben. Also, nachdem wir festgestellt haben, wie glücklich und zufrieden wir sind, nehme ich meine Angelrute und gehe zum Angeln. Lucius, lass deine Pfoten von meiner Angelrute. Das ist meine Angelrute. Aber Opa, was soll denn das? Das konntest du nicht sehen. Ich hab's ganz lächelnd gesagt, Timmy. Ich will, dass ihr beide euch die Hände gebt, um zu beweisen, dass ihr Frieden schließt. Ja. Würdest du meine Rute halten, Timmy? Ja, gib her. Die Rute gehört mir. Opa! Wenn einer schon so verkalkt ist wie er, bringt sein Hirn eben alles durcheinander. Und du kannst gar nichts durcheinander bringen, weil du gar kein Hirn hast. Oh. Also bitte, nun kommt und seid friedlich, ihr beiden. Ich will kein Wort mehr hören. Schüttelt euch freundschaftlich die Hände und hört endlich mit dieser Kabelei auf. Aber erst gib mir meine Angelrute. Ich denke nicht daran, da kannst du lange drauf warten. Ich werde sie wohl heute Abend ins Bett nehmen müssen, sonst klaust du sie mir noch, während ich schlafe. Als nächstes wirst du mir wohl wieder die Nachnahmegebühr unter die Nase rein. Immer ein 8 sauer verdiente Dollar. Na, was habe ich dir gesagt? Der fängt wieder damit an. Schämt ihr euch nicht, so dürfen sich doch nicht zwei erwachsene Männer benehmen, die zusammen im selben Haus wohnen. Ich will dir mal was sagen, Timmy. Du hast ja vollkommen recht. Also worauf wartest du noch? Pack endlich deine 7 Sachen und verschwinde. Aber Opa, das habe ich doch damit nicht gemeint. Das weiß ich, dass du das nicht damit gemeint hast, aber du hast mich dabei auf eine vernünftige Idee gebracht. Ah, wenn du nicht mit mir zusammenleben willst, dann will ich es noch viel weniger. Das kannst du mir glauben, gib das Ding her. Ach, du. Aber Onkel Lucius, du kannst doch nicht einfach davonlaufen. Doch, kann ich. Opa, bitte sag Onkel Lucius, dass er wieder zurückkommen soll. Lucius? Was für ein Lucius? Du kannst doch Onkel Lucius nicht so einfach vor die Tür jagen. Sprichst du von dem Mann, der eben durch die Tür mit meiner Angelrute verschwunden ist? Opa, hör endlich mit diesem Unsinn auf. Timmy, merk dir das ein für alle Mal. Dein Onkel Lucius ist für mich ein vollkommen fremder Mensch. Komm, Opa. Also ich verstehe das nicht, wenn ich auch die Papiere noch gestern noch in der Hand gehabt. Tut mir leid, Mr. Brenner, aber ich kann sie nirgends finden. Na ja, Timmy wird schon wissen, wo sie sind. Keine Sorge. Timmy, wo sind die... Tacletes, wo ist Timmy? Ich muss ihr was Wichtiges fragen. Oh, sie musste schnell nach Hause, um eine kleine Meinungsverschiedenheit zwischen Opa und Onkel Lucius zu schlichten. Aber sie kann doch nicht ganz einfach. Ich meine, das geht doch nicht. Niemand weiß besser Bescheid in der Ablage als sie. Jetzt nicht mehr. Jetzt kommen wir auch ohne sie aus. Würden Sie mir verraten, was Sie damit meinen? Mr. Brent, Sie stehen hier vor einem Mann, der die höhere Theorie des Büromanagements ebenso kennt wie seine eigene Hosentasche. Ich freue mich, Ihnen die Mitteilung machen zu dürfen, dass ich Ihre Ablage auf dieser Basis neu geordnet habe. Und die Kletes-Tartentechnik eingeführt habe. Ach, jetzt können wir uns begraben lassen. Warum, Dwayne? Warten Sie es doch ab. Sie wissen doch, was man über die Erfindung einer besseren Mausefalle immer behauptet. Was denn? Man wird dem Erfinder die Tür einrennen. Spricht man vielleicht auch schon über den Erfinder des neuen Ablagesystems? Davon ist mir nichts bekannt. Oh, mich trifft der Schlag. Was haben Sie denn? Mir ist ganz schlecht. Die Ablage ist ja völlig durcheinander. Man kann ja überhaupt nichts mehr finden. Natürlich kann man das, Mr. Witt, aber nur unter Benutzung meines neuen Systems. Und darf man erfahren, wie Ihr System arbeitet? Mit dem Intellekt und dem fortschrittlichsten Assoziierungsvermögen. Ach, du lieber Himmel, ich hab's ja gesagt, dass wir uns begraben lassen können. Seien Sie doch ruhig, Dwayne. Erzählen Sie weiter, Kletes. Es funktioniert ganz einfach. Anstatt Ihre Zeit mit dem schrecklich komplizierten Alphabetensystem zu vertrödeln, brauchen Sie bei meinem System nur den Namen zu haben und zu assoziieren. Was? Natürlich. Also jetzt nennen Sie mir einen Namen und ich werde das Blatt auffinden, mithilfe der Assoziierung. Aber ich bitte Sie, Mr. Brent, das ist doch ganz lächerlich. Ich kann es abwarten.
Ja, wir können es doch wenigstens mal versuchen. Bitte, wie Sie wünschen, ja. Mhm. Gut, ich hätte gern die Potter-Akten, wenn Sie sie finden sollten. Aha. Hier sind sie. Dort, wo sie hingehören, unter T. Unter T? Unter T? Also das verstehe ich nun wirklich nicht. Ist doch ganz einfach. Bei dem Namen Potter denkt man an Pott, nicht wahr? Ja, ja, schon. Aber was hat das mit... Abwarten und Pötte macht man aus Ton. Das ist doch ganz bekannt. Also wenn Sie die Akten haben wollen, sehen Sie unter T nach. T wie Ton. Aber was haben Sie da mit den Tonakten gemacht, hä? Ach, nur ein bisschen nachdenken, Mr. Witt. Wenn Sie an Tee denken, denken Sie automatisch an Tonpötte, nicht wahr? Ja, und Tonpötte erinnern Sie wieder an Pott. Das ist mir völlig klar. Also haben Sie die Akten unter P abgelegt, nicht wahr? So muss das aber doch sein. Nein! Tonpötte werden vorher erst einmal gebrannt. Also sucht man die Akten unter B, wie brennen. Einfach, nicht wahr? Sie haben recht, dass ich darauf nicht kam. Cletus, ich möchte nur noch eines wissen. Haben Sie unsere gesamte Ablage neu geordnet? Nach Ihrem System, meine ich. Außer den nicht assoziierbaren Akten. Können Sie mir das vielleicht näher erklären? Ja, es handelt sich natürlich dabei um Namen, bei denen mir nichts zum Assoziieren eingefallen ist. Waren das, ich meine, sind es viele Namen gewesen? Ja, eigentlich möchte ich meinen, da ist eine ganze Menge übrig geblieben. Oh. Keine Angst, mir fällt Potter schon noch was Blitz. Ein. Dwayne. Das sind noch eine ganze Menge, nicht? Ja, Mr. Potter. Es wird vernünftiger sein, wenn Sie zum Hausboot runtergehen und Tammy holen. Sagen Sie ihr, dass wir sie hier dringend brauchen. Sehr dringend. Ja, Mr. Witt. Ich meine natürlich Brent. Ich bin selbstverständlich bereit, so lange auszuhelfen, bis Tammy wiederkommt, Mr. Brent. Ob Sie es glauben oder nicht, ich habe mit Büroarbeit bisher noch keine Erfahrung gehabt. Das ist doch erstaunlich, nicht? Ich bin eben eine Naturbegabung. Manche Menschen haben es nun mal, manche leider nicht. Cletus, mit dem Letzteren bin ich vollkommen Ihrer Meinung. Sehen Sie? Onkel Lucius! Was ist? Ich bin hier. Aber Onkel Lucius, so ein winziges Zelt ist doch nicht groß genug für einen erwachsenen Mann, um da drin zu hausen. Alles, was so klein ist, dass dein Großvater nicht rein kann, ist groß genug für mich. Du kannst unmöglich hier draußen leben, du holst dir ja den Tod. Aber dass mir dein Großvater ja nicht zum Begräbnis kommt, sonst springe ich aus dem Sarg raus. Onkel Lucius, ihr habt lange genug gebraucht, um erwachsen zu werden. Ich frage mich, wozu, wenn ihr euch als Erwachsene wie die Kinder benehmt? Da hast du mal die reine Wahrheit gesprochen, mein Mädel. Dein Großvater ist so dickköpfig wie ein ungezogenes Kind. Oh, Mr. Brent. Der hat mir noch gefehlt. Entschuldigen Sie, Mr. Brent, ich wäre bestimmt nicht aus dem Büro weggelaufen, wenn es nicht so wichtig gewesen wäre. Ich weiß alles, Tammy. Cletus hat uns erzählt, was los war. Das ist doch lächerlich, Tammy. Zwei erwachsene Männer werden sich doch nicht wie Kinder streiten. Das sollte man meinen, Mr. Witt, aber Sie tun's leider. Ich habe vergeblich versucht, die beiden zu versöhnen. Ich glaube, es wird besser sein, wenn ein älterer, erfahrener Mensch sich die beiden mal vorknöpft und ihnen ernsthaft ins Gewissen redet. Kann sein, aber ich bin nicht sicher, Mr. Brent. Sie sind zusammen alt geworden, aber ich finde, vernünftiger geworden sind Sie überhaupt nicht. Überlassen Sie das nur uns, Tammylein. Mr. Brent und ich sollten es bestimmt schaffen, die Wogen der Aufregung zu glätten. Ja, Tammy, es wäre mir lieb, wenn Sie wieder ins Büro gehen würden. Inzwischen haben Dwayne und ich die beiden wieder zur Vernunft gebracht. Ganz sicher. Sie glauben, es wird Ihnen gelingen, Mr. Witt? Och, das wird eine Kleinigkeit sein für mich. Mein Hauptfach war Psychologie auf dem College. Ich war bekannt für meine überlegene Intuition auf diesem Gebiet. Es sollte für mich absolut kein Problem sein, in die verborgenen Winkel Ihrer Psyche einzudringen, um die latenten Feindseligkeiten durch die Sonne der Vernunft überstrahlen zu lassen. Das wäre wirklich wunderbar, Mr. Witt. Und wenn Sie schon da sind, versuchen Sie doch auch, diesen dummen Streit zu schlichten. Sicher, Tammy. Und nun, Mr. Tarleton. Nun müssen Sie mir alles über Ihre Träume erzählen, ja? Meine was? Mr. Tarleton, Träume sind die Manifestation unterdrückter Wünsche. Das ist eine Tatsache. Sie verraten nämlich, wenn auch nur im Unterbewusstsein, unsere geheimen Bestrebungen. So ist das. Dann höre ich lieber auf mit der Träumerei. Das muss ja richtig ungesund sein. Wir dürfen die Sitzung nicht unterbrechen, Mr. Tarleton. Bitte bleiben Sie liegen. Erzählen Sie mir doch bitte etwas über Ihren letzten Traum. Salmus, von mir aus. Ich fuhr mit ein paar Touristen in meinem Ruderboot. Und da tauchte neben dem Boot ein riesiger Sumpfalligator auf. Der wollte uns mit aller Gewalt umkippen. Ganz vorsichtig schnapp ich mir eins von den Riemen und gib ihm... Sie haben ihn also erschlagen. Wie? Ich kann Ihnen sagen, dieses Vieh von Alligator kommt mir bestimmt in keinem Traum mehr vor. Sehr aufschlussreich. Ganz offensichtlich ist der Alligator die Verkörperung... Der Traum geht ja noch weiter. Ich war eben dabei, das Boot auf einer Sandbank zu verankern. Schwimmt doch da an den Fluss herunter eine mordsmäßig große Wasserschlange. Oh, interessant. So ein langes Biest habe ich mein Lebtag noch nicht gesehen. Ich aber nicht faul, kloppt mir ein Stein auf, so groß wie ein Felsbrocken und...
Vorsicht, als auch die Wasserschlange ist erschlagen worden. Ah, auch die Wasserschlange wird keinem mehr im Traum erscheinen. Aber um Himmels Willen, Mr. Tarleton, haben Sie immer noch nicht verstanden, was Ihre Träume bedeuten, was Sie aussagen? Ach, ich verstehe schon. Sie meinen, ich habe mir vom Schlafengehen ein zu viel genehmigt, was? Sehr richtig, aber nicht doch. Wie soll ich Ihnen das plausibel machen, Mr. Tarleton? Es ist ganz offensichtlich, dass die Wasserschlange und der Alligator im Grunde niemand anders sind als der gute Onkel Lucius. Ist das auch wahr? Ja. So ein gemeiner Kerl. Na, dann ist es ja gut, dass ich ihn rausgeschmissen habe. Nein, das verhält sich ganz anders, Mr. Tarleton. Bitte hören Sie doch endlich zu, ja? All das geschieht natürlich nur in Ihrem Unterbewusstsein. Es ist die Handlungsweise Ihres persönlichen Ego. Was war das für ein Ding? Ego. Ego. Jeder Einzelne von uns hat ein Ego. Ich, Sie natürlich auch. Wo ist denn meins? Ich will Ihnen mal was sagen. Ich würde mich gar nicht wundern, wenn Lucius es mir gestohlen hätte. Oh nein, Mr. Tarleton, das kann man nicht stehlen. Ach, das was? Ist völlig Lucius unmöglich. Oh, wir kennen ihm Lucius nicht. Meine Angelroute wollte er ja auch klauen. Ja. Vor dem ist nicht sicher. Warum sollte er seine Finger vor meinem Ego lassen? Na, den werde ich zeigen. Es ist ein bisschen schwierig, sich mit Ihnen zu unterhalten, wenn Sie nicht rauskommen, Lucius. Ich will nicht mehr mit ihm unter einem Dach leben, mit diesem gemeinen alten Kerl. Er ist der beste Freund, den Sie jemals hatten. Ja, ich pfeife auf so einen Freund. Es ist ein Jammer. Ich kann Sie hier verstehen, aber er braucht Sie so sehr. Kümmert mich nicht. Soll er sehen, wo er bleibt? Sie sagen, er braucht mich? Natürlich, und wie? Durch seinen Zorn will er Sie nur täuschen. Sie sollen nicht merken, wie verlassen und einsam er sich fühlt. Und er ist einfach zu schüchtern, um Ihnen zu zeigen, wie sehr Sie ihm fehlen. Ich gebe zu, wenn ich er wäre, würde ich mir auch fehlen. Ihr Bruder ist nun mal ein schüchterner Mensch voller Hemmungen, Lucius. Sagen Sie selbst, finden Sie nicht auch, dass Sie ihm diese Hemmungen nehmen sollten? Ja, aber wie mache ich das? Gehen Sie zu ihm. Und, machen Sie Frieden. Schütteln Sie seine Hände. Sie haben mich überzeugt, Mr. Brent. Sie haben recht. Ich muss zu Mordecai, wenn er sich so nach mir sehnt. Ja. Ah, da bist du ja, du kleiner, unverschämter Dieb. Schon gut, Mordecai. Du brauchst dich nicht mehr nach mir zu sehen. Mr. Tarleton. Aber ich hab dir doch... Wo ist mein Ego? Dein was? Spiel jetzt bloß nicht den Unschuldsengel. Ich weiß, dass du mein Ego geklaut hast, du Schuft. Ich habe versucht, das zu erklären, aber... Es muss sich um ein Missverständnis handeln. Niemand kann das Ego eines anderen Menschen stehlen. Sicher haben Sie, Mordecai, den Floh ins Ohr gesetzt. Ich habe das Ding nicht mal gesehen. Ich habe mich bemüht, Mr. Tarleton... Erzählen Sie doch, Mr. Brent, dass Sie gesehen haben, wie dieser Gauner mir mein Ego geklaut hat. Mr. Tarleton, ich kann es ja überhaupt nicht gesehen haben, weil es ja niemand stehlen kann. Das meinen Sie, weil Sie Lucius nicht kennen. Der klaut Ihnen das Schwarze unter den Nagel weg. Nein. Also, Mordecai, das ist ja... Mr. Tarleton, ich bitte Sie... Jetzt habe ich es aber satt, Lucius. Erst meine Angelrute, dann mein Ego. Weiß der Teufel, was als nächstes drankommt. Ich rate dir gut, bleib mir vom Leibe. Hast du mich verstanden? Komm mir bloß nicht unter die Augen, wenn dir dein Leben lieb ist. Ich kann nur sagen, wenn sich Mordecai nach mir gesehnt hat, dann kann er seine Sehnsucht ganz schön verbergen, gemeiner Kerl. Wie sieht's aus, Mr. Brent? Hm? Ach, Tammy, Sie wollten doch die Ablage in Ordnung bringen. Ich konnte nicht arbeiten, Mr. Brent. Meine Finger waren dabei, aber mit meinen Gedanken war ich immer hier, bei Opa und Onkel Lucius. Entschuldigen Sie, aber ich musste einfach darunter rennen. Ich wollte die beiden sehen, wie sie friedlich zusammensitzen, nachdem sie sich versöhnt haben. Friedlich? Tammy? Wo sind Sie denn? Sie sind wahrscheinlich unten im Hausboot und sind dabei, über den Streit zu lachen. Ich würde sagen, nicht gerade. Oder sind Sie zusammen jagen gegangen, so wie in früheren Zeiten? Tammy, es tut mir furchtbar leid, aber ich muss Sie enttäuschen. Dwayne, erzählen Sie. Ja, warum ich? Weil Sie das besser können. Ja, also ich wollte sagen... Ich habe schon verstanden, Mr. Witt. Sie brauchen nichts mehr zu sagen. Es tut mir wirklich leid, Tammy. Ja. Nur noch eine Frage. Haben Sie sich nicht vielleicht auch ein ganz klein wenig entfeindet? Ich will Ihnen nichts vormachen. Es ist hoffnungslos, Tammy. Die beiden werden sich niemals vertragen. Das Beste wäre, wenn sie sich für immer trennen. Er hat recht, Tammy. Sie sagten für immer trennen? Hey! Mir kommt da eben eine Idee. Schönen guten Tag, Opa. Mr. Brent, kommen Sie doch bitte mit Onkel Lucius rein, damit ich das Ganze nicht nochmal erzählen muss, ja? Das kommt nicht in Frage. Ich will diese Ratte nicht unter meinem Dach haben. Du brauchst keine Angst zu haben, dass er bleibt, Opa. Ich will ja nur, dass ihr zusammen eine wichtige Mitteilung hört. Es wird Sie bestimmt interessieren, was Ihnen Tammy zu sagen hat. Auf die Mitteilung bin ich aber gespannt, Tammy. Wen kümmert das schon, du Eierkopf? Was ist das für eine wichtige Mitteilung, Tammy? Also, ich fahre morgen weg. Ich übersiedle nach New York City. New York! New York? Mhm. Aber Tammy, was ist denn plötzlich in dich gefahren? Warum willst du denn auf einmal wegfahren? Ja, weißt du, ich habe mir gedacht, jetzt, wo die Familie auseinanderfällt, macht es mir hier sowieso keinen Spaß mehr. Also, ich habe Mr. Brent gebeten, mich in sein New Yorker Büro zu versetzen. Und ich habe sie versetzt.
New York, das ist ja... Das ist weiter als Knoxville, darauf wette ich. Weißt du, ich finde, wenn man schon mal auf Reisen geht, dann soll sich's auch richtig lohnen. Habe ich recht, Mr. Brenton? Aber ja, Sie brauchen sich um Tammy auch keine Sorgen zu machen. Sie wird bald viele Freunde haben in New York. In New York, da ist es Sitte, dass sich einem wildfremde Menschen auf der Straße einfach vorstellen. Das machen die dann so. Sie meinen doch weibliche Freunde, nicht wahr? Och, weiblich oder männlich, das ist doch ganz gleich. Das spielt doch keine Rolle. Für mich spielt das schon eine Rolle. Mordecai, das gefällt mir gar nicht, dass Tammy in New York mit jedem reden soll. In New York, da wird Tammy überall Bekanntschaften machen. Auf Cocktailpartys, am Strand. Natürlich. Ja. Und wenn ein hübsches Mädchen wie Tammy einen Bikini trägt, da ist was fällig. Einen was? Ein Bikini. Lusches. Ja. Das ist doch nicht wahr. Mr. Brent, Sie wollen wohl unsere Familie auseinanderbringen. Nicht, nein, doch, das ist alles ganz harmlos. So was darfst du nicht mal denken, Onkel Lucius. Ich hatte Mr. Brent um diesen Job gebeten, weil du ja sowieso bald ausziehst. Und wenn du hier bist, kabbelst du dich ja doch nur mit Opa rum. Wir uns kabbeln? Hast du sowas schon gehört, Lucius? Tammy sagt, wir beide würden uns kabbeln. Unsinn, wo wir beide uns gerade jetzt so gut verstehen. Aber mir war doch so, dass du gesagt hast, du willst nicht mehr unterm selben Dach leben wie Opa. Wieso? Gegen das Dach habe ich doch nichts, auch wenn es manchmal ein bisschen durchtropft. Was ist, wenn ihr doch wieder streitet? Kommt überhaupt nicht in Frage, Tammy. Wir sind doch Blutsverwandte. Ja. Und Verwandte streiten sich nie. Habe ich nicht recht, Lucius? Du hast recht, wie immer, Mordecai. Es tut mir ja so leid, dass ich nicht nach New York fahren kann, Mr. Brent. Auch mir tut es sehr, sehr leid, Tammy. Ich mache Ihnen aber einen Vorschlag. Wenn Sie wollen, fahre ich mit Ihnen ins Büro zurück und bringe die Ablage wieder in Ordnung. Und ob ich will, Tammy, das ist nett von Ihnen. Ja. Wenn ich heute Abend zurück bin, werde ich euch was ganz Gutes zusammenkochen. Ist recht. Und ich gehe jetzt mit unserer Angelrute fischen. Du hast zu deinem Glück unsere gesagt. Oh. Komm, geh doch los, Lucius. Wir teilen alles ehrlich. Das wollte ich damit sagen. Danke dir auch schön. So. Partner. Bitte sehr. Also, wirklich. Eins muss man unserem Lucius lassen. Er ist der beste Angler am ganzen Fluss. Ich hab doch recht, nicht wahr, Tammy? Und wie recht du hast, Operlein. Und wie recht. Also, Tammy, das Essen war zum Finger ablecken. Deine Kocherei hat mir verdammt gefehlt. Nett, dass du das sagst, Onkel Lucius. Lucius? Ja? Ich muss dir ein Kompliment machen, wie du dich heute Abend bei Tisch benommen hast. Vielen Dank, Mordecai. Ich will's dir ja auch recht machen. Du hast nicht mal versucht, uns wieder alles Fleisch vor der Nase wegzufressen. Weißt du, wenn man viel reist, werden die gesellschaftlichen Manieren immer besser. Die Leute da oben in Pocklea City, die sind alle stinkfein, sage ich dir. Da wird vielleicht etwas auf mich abgefärbt haben. Ja. Schön. Alles ehrlich untereinander zu teilen, ist der schönste Familienwahlspruch, den ich kenne. Ich bin ja so froh, dass es das scheußliche Wort mein bei uns überhaupt nicht mehr gibt. Alles ist unser. Und es soll auch immer so bleiben. Dafür musst du sorgen. Mal sehen, dass ich meine geliebte Gloria irgendwo erwische. Vielleicht hat sie auch Lust, irgendetwas mit mir zu teilen. Irgendetwas. Cousin Cletus, bevor du gehst, möchtest du mir nicht ein bisschen Holz klein machen? Ich habe alles verbraucht. Muss das jetzt sein? Warum kann das nicht jemand anders für mich tun? Übrigens ist das ja nicht nur mein Holz, es ist unser. Cousin Cletus, du marschierst jetzt schnurgerade, ohne Widerspruch, auf unseren Hof, nimmst unsere Axt und spaltest unser Holz. Sonst bekommst du nicht einen Bissen von unserem Frühstück morgen früh. Opa, Onkel Lucius, ihr wisst doch, dass ich weg will. Teilt doch bitte meine Arbeit mit mir. Ich meine unsere. Wir haben unsere Arbeit schon erledigt. Ich will dir was sagen. Ich warte lieber bis morgen zum Frühstück. Das teilen wir dann. Ach.